Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu komplizierte Schreine in einem Part Let's Play. Und wir sind hier wieder in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und unsere nächste Mission ist es, diesen Schrein hier abzuschießen. Im letzten Part haben wir ganze 2 Türme aktiviert und die Kugel öffnet den Weg. Die Kugel öffnet den Weg, wer kennt's nicht? Okay, hier scheint viel Lava zu sein, aber Link scheint das anscheinend komplett egal zu sein. Ups. Da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Aua. Ripp. Okay. Stopp. Ha. Kommst du nicht vorbei. Hör auf. Wir kommen hoch, wir kommen hoch, wir kommen hoch. Was? Warum ist da nicht? Ich dachte, da wäre eine Plattform. Ups. Einfach epic in die Hölle gefallen. Tja, zu spät. Nein, ich drück den Knopf. Ich verstehe das nicht, warum das so cringe gemappt ist. Nein, sei still. Ritterschwert. Ja, das ist genüsslich, das ist genüsslich. Das nehme ich doch mit Tatendrang, wenn ich Platz dafür hätte. Aber man kann das Item sowieso holen und ich glaube, ich werde es sowieso nicht mehr holen, sobald ich zurückkomme, also... Tja. Obwohl, ich glaube, das Ritterschwert ist haltbarer wie dieser Knochenbockstock, also... War schön... Nein, das machen wir, wenn... Mit Stil. Die! Wow, die ist ja richtig vergast. Das hört sich falsch an. Nicht in die Lava fallen. Dankeschön, Link. Yo, what the fuck? What the hell? Alter, what? Wie soll man das machen, hä? Gibt's da irgendwie so ein... Was? 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 Das bringt mich einfach um? Ich hatte 3 Herzen! Wenn du... Hä? Wieso bringt mich das um? Ich bin natürlich, das tut weh. Aber was? Es bringt mich um? Das macht so gar keinen Sinn für Zelda Breath of the Wild. Oder diese Kugel ist mit, was weiß ich, ausgestattet. Hallo, wie wär's mit... Achso, ja. Wie soll man das machen? Hä? Da kommen Tausende. Es ist einfach nur ein Glücksspiel, ob die Kugeln links oder nicht links sind. Hä? Was soll ich machen? Das ist ein reines Glücksspiel. Entschuldigung. Mann, was ist denn das? Einfach ein Glücksspiel in Zelda. Komm schon. Ihr habt so viel Scheiße gemacht. Was soll das? Mario Party mit ihren Glücksspielen war kacke. Aber was soll das denn? The Legend of Zelda Glücksspiel? Gab es sowas, gibt's schon, aber... Komm schon! What the fuck? Die wollen mit einem Glücksspiel auf den Sack gehen. So, jetzt darf ich wieder 30 Jahre warten, bis ich wieder mein Tool nutzen darf. Jesus, schaut euch das an! Das Ding hält nur die Zeit für ein Objekt an, mehr nicht. Es ist nicht Jesus. Komm schon!
Nein, nein, nein. Hallo? Hallo? Nein! 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 Steh auf! What the fuck? Oh mein Gott! Ich hab's! Ich hab's, wie das funktioniert! Ja, so geht das! Run, 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 run! Run, run, run! Yo! Alter! Das ist also, wie man das macht. Okay, doch kein Glücksspiel in Zelda. Okay, dann... Wo weiß ich aber, ob das der richtige Weg war? Das war hundertprozentig der richtige Weg, aber trotzdem. So lange darf man bei diesem Schrein sicher nicht brauchen. Vor allem, ich hatte ein halbes Leben. Wieso habe ich keine Leben verloren, als ich vom Ball in die Lava geworfen wurde? Es ist nichts passiert. Ich habe keine Leben verloren. Okay. Ich glaube, es sollte einfach nur eine Maßnahme sein, weil sie zu faul waren, eine Szene zu machen, wenn man in der Lava stirbt. Weil man von einer Kugel getroffen wird. Das ist besser gesagt, es ist nur Faulheit im Spiel. Bravo, Nintendo. Ich freue mich auf Tears of the Kingdom. Da wird man nämlich durch einen, gibt's durch einen Pfeil, stirbt tot, so eine Animation wie Link. Wie Ötzi in so einen Eisgraben reinfällt. Ja, ganz genau, das gibt es. Wie, ihr habt das noch nicht gesehen. Natürlich gibt es das, hä? Habt ihr es nicht gesehen? Habt ihr es übersehen? Link ist wie Ötzi gestorben. Und zwar ziemlich brutal. Cool, er rutscht überall runter, sodass man nicht stehen kann. Bravo, Link. Wirklich Spitzenklasse. 1A. 1 Doppel plus mit Doppel. Stress habe ich gehört. Hallo, triff mal. Also, ich würde mal sagen, danke für den Triexal-Bumerang, ne? Aber ich bekämpfe dich mit deiner eigenen Waffe. Ups. Ich glaube, den brauchen wir nicht, diesen Schild. Wir haben sowieso einen OP-Schild, also... Ja. So, wenn man auf den Sack geht, wenn man Palkon auf den Sack geht, dann muss man natürlich erwarten, dass man eine gerechte Strafe erhält. Selbstverständlich. Oh, schaut euch diese schönen Vögel an. Wie wunderschön. Oh, wunderschön. Ja. Glaubt ihr, man kann die treffen? Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber ich probiere es nicht, weil... Warum sollte man? Wenn man diese Viecher ertöten kann. Und ich röste es sogar auf natürliche Art und Weise. So. Okay, es funktioniert nicht. Dankeschön, Spiel. Okay, dann konzentrieren wir mal uns wieder auf dieses Bockblin-Lager, welches uns letztens die Show versaut hat. Ha! Ich sammle mir das zwar nicht ein, aber es war cool. Nein, ich versuche das nicht abzuschließen, das verbraucht Pfeile. Aber wenn ich das in der Luft geschnappt hätte, das wäre cool gewesen. Okay, wir sind da rangekommen. Okay. Da oben ist nur ein Moblin. Wir gehen das jetzt taktisch an.
Wir wollen nämlich der Schlucht von Eldin diesen Ort sehr taktisch bezwingen. Indem wir einfach drauf losgehen. Aber mit ein bisschen... Yo. Link. Ich hab nur B gedrückt, da aufzustehen. Vollidiot. Achso, nee. Was soll das? Warum steht der komplett auf? Nur weil ich das Ding einsetze. Das ist blöd. Lass das, Link. Bringt sich damit in Gefahr, weißt du das? Okay. Dann gehen wir diesen schönen Treppenaufgang hoch. Enemy spot. Easy. Jetzt ist die Chance. Jetzt ist die Chance. Kick down. Das war kacke. Runter, 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 runter. Ja, ja, er fliegt. Er fliegt, er fliegt. Tschüssi. Yo, die Waffen fliegen einfach durch die Gegend. Tja, du hast keine Freunde mehr, die dich unterstützen, oder? Hm? Tja, jetzt machen wir das in einem 1 gegen 1. Komm her und... Los geht der Spaß. Oh nein! Das war scheiße! Geh sterben. Tür. Knochenbockstock. Was? Oh mein Gott. Er übersieht mich einfach. Tschüssi! Geh baden! Tja, jetzt bist du an der Reihe zu fallen. So, dem seine Waffe würde ich gerne haben. Aber schön in die Eier schlitzen. Das muss wehtun. Steinspalter. Ein wuchtiges Kronenschwert aus massivem Metall. Es besitzt keine Schneide. Aber es braucht auch keine. Lol. Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Das finde ich ja sehr praktisch. So, jetzt kannst du rumheulen, wie du willst. Du bist der. Wenn du es brauchst. Dankeschön. Brauche ich aber nicht. Denn wir haben nur noch einen blauen Bockblin. Also wirklich. Der wird uns kein Problem mehr sein. Wie süß. Servus. Wie geht's du? Fall, genau. Danke für die Holzpfeile. Ist nicht oben noch eine Kiste? Safe, komm schon, oben ist eine Kiste. Wieso? Ich weiß nicht, warum ich immer noch Husten habe. Ich habe literally 2 Wochen lang Husten. Und es geht mir literally langsam echt auf den Sack. Ich will einfach nur Videos machen und das will einfach die ganze Zeit nur... Oh, hier redet der zwei hin da. Das klingt gut. Wir haben eh sowieso unsere Waffe wahrscheinlich schon genügend genutzt, also. Machen wir mal. Nehmen wir mal unseren Ritter 2 hinter. Und fliegen zu diesem komischen, dreckigen Stein. Dreckigen. Warum ist er dreckig? Keine Ahnung, mir egal. Oh, hier ist so. Die hat der Bockblit fallen gelassen, nachdem er durch die Gegend geflogen ist. Und. Ja. Dann würde ich mal sagen,
Manche Lancer lassen ihre Waffen achtlos in ihren Lagern rumringen. Ja. Dann würde ich mal sagen, auf zu der Macht des Feuers. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist der falsche Fall, glaube ich mal. Oh. So macht man das. Hallöchen. Du kannst gar nichts. Du Noob. So, dein Schwert möchte ich natürlich nicht. Aber das hier abschießen macht sicher Spaß. Ist ein bisschen heiß hier, aber... Ah! Hilfe! Ja, ein bisschen. Oh mein Gott. Das ist sehr viel Feuer hier. Ja, zünd das an. Dankeschön. Bringt es sich was, das hier anzuzünden? I don't know. Zünd an! Hallo, anzünden. Ah! Autsch. Ja, es tut es was. Und damit wird dann dieser Schalter aktiviert. Perfekt! Genau das, was ich wollte. Wird doch sicher eine Kiste. Natürlich ist sie eine Kiste. Aber natürlich! Boom. Fein, danke schön. Oh nein, die Kiste gewinnt ab. Okay, doch nicht. Moment mal. Gott, scheiß Husten. Den hätte ich doch ganz einfach mit dem Magnetmodul runterholen können. Japp. Ganz genau. Ich habe einfach nur einen unnötigen Umweg gemacht, der sich sowieso nichts bringen würde. Perfekt. Ja. So soll das sein, Kappa. Dann aktivieren wir diese magische Scheiße. Und ich entschuldige nochmal, wenn einige Thumbnails in letzter Zeit keine wurden. Schule hat mir sehr, sehr, sehr viel Zeit weggenommen. Und jetzt am Wochenende habe ich natürlich perfekt Zeit, wenn ich natürlich lerne. Nächste Woche haben wir Geschichte-Test. Nein, übernächste Woche. Und ja, ist sehr nervig, aber es ist der einzige Test vor den Herbstferien und die Herbstferien werden sehr lange. Das heißt, wir haben, ja, sehr viel Zeit. Was wirklich super ist. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Abkürzung zu diesem Schrein und gehen hoch zu dem vorvorletzten Turm dieses Spieles, den wir noch nicht erklommen haben. Und zwar den Akala-Turm. Ja. Der fehlt uns. Nein, wer hätte das gedacht? Der fehlt uns. Unbelievable. Wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Oh, und ich glaube, es wird ein bisschen Schmerzen dehnen, das da mal hochzukommen. Ist das ein Octorok? Wenn ja, dann bringe ich sofort um. Servus. Okay, das ist kein Octorok. Ja gut, dann bin ich zufrieden. Dann klettern wir diesen wunderschönen Turm mal hoch. Ist das ein Eichhörnchen? Nein. Ich wollte gerade sagen, was macht ein Eichhörnchen? Was macht hier ein Fuchs? Sehr literally trockener als... Sehr literally trockener als irgendwelche schlechten Flachwitze. Und ist dieser Reiher gerade einfach in der Wand... mit der Wand verschmolzen? Jo. Also... krank. Wirklich krank. Wir haben schon generell
sehr krasse Stories erlebt. Womit war es das mal? Ich weiß es nicht. Da steht kein Regen! Hä? Wieso regnet es? Jetzt hat es aufgehört. Hä? Was ist das denn? Dumm. Nintendo, what the hell? Vielleicht kleine Wetterzyklen, die aber extremst auf den Sack gehen sollen. Ich habe das Gefühl, der Regen wurde generell einfach nur gemacht, um einem auf den Sack zu gehen. Der hat null Vorteile. Kennt ihr den Vorteil? Dann ab damit in die Kommentare. Mich würde es sehr gerne interessieren, was für... Wie wär's mit Hochklettern? Wieso muss ich... Link, Alter. Man muss alles tausendmal komplizierter machen, als es ist. Aber hier sind wir schon ungefähr... Wir sind direkt vor dem Schloss, das... Naja, das bewacht. Gibt's safe sicher auch irgendwas für uns? Nein, hier gibt's nichts für uns. Nur doofe Ruinen, die niemanden interessieren. Hä? Da stand kein Blitz. Da war nichts. Warum fängt's an zu blitzen? Jo, servus. Blitz, hör auf, so eine Schockwelle. Ach, komm schon, geh nicht auf den Sack. Mann! Wieso muss ich denn alles immer wegpacken? Du willst wirklich, dass ich genervt bin, Spiel. Jetzt kann ich nicht mal gegen diesen Moblin kämpfen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Wartespiel, bis der Blitz auf sein Schwert reagiert. Oh mein Gott. Yo, der kickt ihn fast runter. Also, ich warte einfach, bis der Blitz seine Tat vollzieht. LOL! Servus. Alter, pass auf, dass du nicht runterfällst. Na, Nink! Mach doch das nicht. Eigentlich solltest du auch in die Luft gehen, aber egal. Was habe ich nur gedacht? Tja, du hast mich nicht gerade in Topform gesehen. Bist ein Reisender, so wie ich. Also lass mich dir einen guten Rat geben. Du schätze niemals die Monster. Wow. Weißt du, worum es sich bei diesem imposanten Bauwerk handelt? Nein. Dies ist die Akala-Festung. Sie wurde vor langer Zeit gebaut, als das Königreich von Hyrule in seiner Blüte stand. Die Festung wurde umbaut, um die Region Akala zu verteidigen. Und man sagte, sie wäre uneinnehmbar. Doch während der großen Verhörung fiel Schloss Hyrule und die Armee von Hyrule verlor König und Prinzessin. Dem Soldaten blieb keine Wahl, da machten sie diese Festung zur Basis für ihr letztes Gefecht. Letztlich fiel die Festung durch den konzentrierten Angriff der unaufhaltsamen Wächter. Mit anderen Worten, hier wurde der Fall des Königreichs von Hyrule besiegelt. Auch einige meiner Vorfahren sollen hier ihr Leben gelassen haben. Ich wollte zur Festung gehen, um ihrer zu gedenken. Doch viel weiter als hier komme ich wohl nicht, da die Wächter sich immer noch hier rumtreiben. Ich frage mich, ob jemals von einem Wächter entdeckt wurde, mit dem Leben davon gekommen ist. Scheint es mir nicht so unvorsichtig zu sein, doch dich von einem erwischen zu lassen, aber gib trotzdem gut Acht. Jo. Blitz, übertreib noch mehr. Jo, es hört auf zu blitzen und zu regnen. Dankeschön, Spiel. Wirklich nett von dir. Ich darf mich wieder ausrüsten. Danke. Wirklich nett. Also wirklich. Es regnet trotzdem noch. Junge, der hat Angst. Der versteckt sich sogar da hinten. Yo, das war ein nicer Hit. Das war scheiße, Bro. Entdecke mich nicht. Dankeschön. Sehr nett von dir. Alter, pass auf.
schmeiß das Ding durch die Welt. Ruinen der Akala-Festung. Okay. Schön. Echt schön. Okay, hier kommen wir schon mal vorbei. Der Wächter ist kein Problem gewesen. Ja, ich weiß eigentlich echt auch immer nicht, warum ich überhaupt Videos mache, wenn ich so verkündet bin, aber... Es gibt einen gewissen Drang, aber... Junge, es nervt wirklich, wenn ich die ganze Zeit im Video husten muss. Es hört ja auch nicht auf, das ist das Problem. Mittlerweile geht das schon 2 Wochen so. Du bleibst hier oben stehen. Nein, du bleibst hier oben stehen. Dankeschön. Und da kletterst du hoch. Ja, Mann. Yo, das wäre voll die Ablenkung gewesen. Habe jetzt nicht gemerkt und es hätte sich auch nicht viel gebracht. Weil ich sowieso schon hier oben bin. Der Trottel kann nicht gut aufpassen. Ein sehr schlechter Wächter. Aber wir sehen hier schon, hier ist sehr viel Schleim des Hasses. Yo. Also, wie gesagt. Yo. Er hat sich ermordet. Er hat sich selbst ermordet. Ist der dumm? Suicide, hallo? Aber gut, dieser Turm ist ein bisschen schwierig zu erklimmen. Weil dieser Schleim auch nicht weggeht. Man sieht hier auch schön die Kanonen. Die damals benutzt wurden, um die Wächter abzukämpfen. Das hat aber nicht gut funktioniert. Weil sie trotzdem gestorben sind. Ich bin nicht da. Was gab's denn du, hä? Wieso sollte ich da sein? Servus. Doi! Alter. Das hat ihm das Leben gekostet. Aber hier gibt es ein schönes Lagerfeuer, auch wenn es regnet. Und ich sehe auch, dass es schon am Plan steht, dass es regnen soll. Und das mag ich nicht. Okay, zerstört die Vase. Macht dir nichts draus. Schön, Bombenpfeile. Okay, ihr seht, da gibt es einige Probleme. Oh, und der ist die ganze Zeit wach. Tja, ich bin der bessere Bogenschütze. Tja, du kannst nix. Du bist schlecht. Und gibst mir keine Bombenpfeile, die du normalerweise hättest. Scheiße. Okay. Wie das Auto spielt, obwohl er eh schon längst aufgestanden ist. Yo. Ja, Rippern, die Sachen, die hebe ich sicher nicht auf. Da kannst du machen, was ich will. Da kannst du machen, was du willst. So heißt es. So. Hier gibt es sicher einiges zu lesen. Nein, die Sessel sind umgefallen. Oh, hier gibt's einen silbernen Rubin. Oh, natürlich. Jetzt kann man hier auch rein. Das ist eigentlich auch der eigentliche Weg, wie man hier rein soll. Dass man da durchs Fenster schießt und so reinkommt, aber ich habe das noch nie so gemacht. Au. Oh, servus. Das war kacke. Stirb.
so, er kann da drin stehen. Ja, sicher. Natürlich kannst du das. Ja, gut. So. Für mich gibt es hier einen sehr weirden Weg, hier hochzukommen, weil ich sonst keinen anderen gefunden habe. Das, wie ich gesehen habe, nutzen andere Menschen auch diese Route. Aua. Besser gesagt, hier hochklettern. Und jo. Ich kann mich doch sehr gut erinnern, wie ich in meinem alten Haus gewohnt habe. Und hier so gesalzt bin, weil ich einfach keinen Weg gefunden habe, hier hochzukommen. Jesus Christus. Tja. Es ist definitiv nicht der gewollte Weg und das war sehr scheiße gerade. Aber das ist der Weg, den ich als den Lösungsweg bezeichnen würde. Oh, und jetzt dürfen wir wieder ein bisschen klettern, weil das Spiel das so möchte. Jo, hier ist einfach ein Wächter oben. Aber damit haben wir wohl den Turm von Akala. Naja. Betätigt. Wenn man das so sagen kann. Tja, perfekt. Fehlen nur noch zwei Türme, die auf dem Plan stehen. Und mit diesem Teil der Karte beende ich den Part. Danke fürs Zusehen. Ciao, Medau.